Aber guckt es euch an. Kastilien. Da ist es. Hier nochmal die... Boah, nur 8 Überlebende. Das war ein Riesengemetzel, was wir da angerichtet haben. So. Siegreich kehren wir aus dem Krieg zurück. So, und ja. Boah, er ist aber ein sehr, sehr mächtiger Vasall. Er hat 5 Grafschaften. Er herrscht über 5 Grafschaften. Und ist natürlich unser erbittertster Feind. Unser Rivale, Anspruchsteller. Bündnis zurückgewiesen, ja. Hat mich verwundet. Ja, schwer verletzt. Also wir haben ihm echt alles rausgeprügelt, was so ging. Ja, da müssen wir gucken, dass wir da irgendwas machen. Mein Plan war, eigentlich ihm alle Titel irgendwie abzunehmen und ihn dann ins Kloster zu schicken. Also, dass er dann ein Mönch wird. Und für den Rest seines Lebens halt als Geistlicher in irgendeinem abgelegenen Kloster auf irgendeinem Berg enden muss. Aber das können wir erst machen, wenn wir ihn einkerkern. Da müssen wir uns jetzt irgendwie... Das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen, dass wir das hinkriegen. Das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen, dass wir das hinkriegen. Ey, was rede ich hier eigentlich für einen Müll? Ja, wir haben auch keinen Grund, ihn einzukerkern. Ist halt das Blöde. Naja, müssen wir jetzt in nächster Zeit mal entscheiden, aber wir rufen erstmal unsere Männer zurück. So. Hofhalten, ja, werden wir machen. Ein neues Hofartefakt. Ach so, ja, das erbeutete Kriegsbanner von uns selbst. Können wir das jetzt hier echt aufhängen als Kriegsbeute? Wir haben keinen freien Platz mehr. Warum laggt das hier so? Das ist echt unschön. Ich mag das nicht. Der Hausbanner von Rimena. Das haben wir schon. Und haben wir ja auch da oben hängen, ne? Hausbanner von Rimena, ja. Das ist ein bisschen komisch. Aber meinetwegen. Aber gut. So. Was war das jetzt? Hochhalten, ne? Ja, werden wir jetzt machen. Wo geht das? Ich weiß leider nicht, wo es, wo ich hochhalten kann. Vielleicht war das auch gerade irgendwie ein Fehler im Tooltip. Aber was wir machen werden, ist ein, warum es ein bescheidenes Festmahl sein muss, weiß ich nicht, aber wir werden auf jeden Fall ein Festmahl abhalten, jetzt um unseren großen Sieg zu feiern. Ihr beginnt Festmahl in Burgos. Könnte die Meinung eurer Vasallen von euch verbessern? Wir verlieren Anspannung. Das soll bescheiden sein? Uns
quasi unsere gesamte Staatskasse. Das ist ein bescheidenes Festmahl. Okay. Aber machen wir, komm. Die Gäste sind in der großen Halle versammelt, Edelleute von nah und fern. Die Stimmung ist prächtig und alle sind guter Laune, als das Festmahl beginnt. Ja, willkommen, willkommen. Bündnis mit Prinz Garcia? Das ist der... Moment, Moment. Hat der... Hä? Wovon ist der denn... Der hat seinen kleinen Sohn schon eine Grafschaft verliehen. Oder nee, eine Baronie, was ganz, noch ganz klein, kleineres, okay. Deshalb könnten wir ein Bündnis mit ihm ausnehmen, aber... Moment, da stand... Ihr könnt Infantin Urraca von Zamora an Infant Alfonso von Leon übertragen. Nein. Wie ist es eigentlich? Sind die noch... Die ist Rivalin mit dem Typen von Navarra? Okay. Und sie hat immer noch eine Affäre mit dem. Aber so weit kann es mit denen doch aktuell nicht sein. Sie hat sich doch mit uns verbündet, als wir ihn... Alter, sie ist schwanger. Sie ist schwanger, etwa von ihm? Oh mein Gott. Das ist ja... Was dabei rumkommt, ey. Was da noch bei rumkommt. Apropos sie. Schauen wir uns doch sie mal an. Könnte sie vielleicht in unseren Rat irgendwie holen? Boah, wie die aussieht. Verwundet immer noch. Boah, die ist eine super Verwalterin. Oh, er ist aber auch noch, er ist noch besser. Sie ist als Verbrecher bekannt. Warum als Verbrecher? Ach, unzüchtig, ne? Aber warum kann ich dann... Ist er das nicht? Nee. Das ist ein mächtiger Vasall, aber der kann lange darauf warten, dass ich ihn in unseren Rat hole. Er ist nicht unzüchtig. Verstehe ich nicht ganz. Ist doch bekannt, dass die beiden... Alter Falter. Null. Der ist absolut scheiße. Der ist der Hinterletzte, was Diplomatie angeht. Moment. Worum geht es hier eigentlich in diesem Krieg? Was ist das für ein... Großkanzler Nuño wird abgesetzt. Die wollen ihn wirklich... Die wollen ihn daraus absolut entmachten. Ja. Das ist reizbar. Okay. Was ist das für ein komisches... Symbol kann ich auch nicht deuten. Na gut. Festball. Meine schönen Gewänder. Jedem war klar, dass Großemissär Alfonso zu viel getrunken hatte, doch er wollte uns unbedingt vom Gegenteil überzeugen. Oh. Pardon. Oh. Und das Aufstehen war zu viel für ihn. Und jetzt bin ich von Kopf bis Fuß mit stinkendem, erbrochenem bedeckt. Dieser... Wer ist das? Ist das mein Ratsspitzel? Mein Ratsspitzel hat mich vollgekotzt. Leute. Ich sollte schämen, Alfonso. Ah, das war eine reife Darbietung. Nee. Wir sind... Alter, wir sind... Das soll ein Festmahl sein, um unsere Glorie zu feiern.
um unseren Sieg zu zelebrieren. Und wir sind zornig. Nee, ich sollte dir schämen. Piss dich. Irgendwer ist gestorben. So, ich bin mal echt gespannt, was hier... Ich glaube... Oh, hier der Herzog von Portugale, der verliert. Gleichgesinnte. Was wie ein gewöhnliches Festmahl begann, wurde dank der Anwesenheit von Bürgermeister Alfonso... Nicht zu verwechseln mit unserem Bruder Alfonso. Das ist der irgendein Bürgermeister von Miranda de Ebro. Wo ist das? Da, okay. Ja, was ist der? Wir unterhielten uns den ganzen Abend lang über alle möglichen Dinge und wie es der Zufall so wollte, entdeckten wir allerlei Gemeinsamkeiten. Ich hatte so viel Spaß mit ihm. Oh, okay. Ich komme einer Freundschaft mit ihm näher. Weil er auch zornig ist? Können sich zornige Leute gut miteinander, kommen die gut miteinander klar? Okay. Das ist sehr interessant. Der bekommt volle Kanne aufs Maul. Minus 19, ja. Oh, der hat nur noch 400 Mann etwa und die feindliche Armee hat über 2000, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, der Krieg ist vorbei. Der Krieg ist vorbei. Das sehen, das merken wir. Ah, und hier, wir haben diesen Graf Pedro damals im Krieg eingefangen. Das klingt irgendwie komisch. Gefangen genommen. Und ich denke, anlässlich des großen Sieges lassen wir ihn gegen Lösegeld frei. Als meine Gäste gehen. Als alle nach Hause gehen, kann ich mit Stolz sagen, dass das Festmahl ein Erfolg war. Dieses Festmahl konnte nur stattfinden, weil meine Gemahlin Emma so viel Einsatz zeigt. Und als sie die letzten Gäste verabschiedet, überkommt mich ein Gefühl der Dankbarkeit. Bis zum nächsten Mal. Sehr gut. Ja. Und ich glaube... Verdammt, hochhalten. Wie geht das denn? Kann man das hier rüber machen? Ah, hier kann man das hochhalten. Ja, okay, mache ich sofort. Aber wir bekommen ja hier Nachrichten, wie das hier läuft. Wir haben mal halt von den militärischen Niederlagen gehört. All seine Vasallen haben sich gegen ihn erhoben, gegen Herzog Nuno. Er ist auch exkommuniziert und alles und deshalb, der ist einfach nicht mehr... Eben weil er exkommuniziert ist... Ist er auch einfach nicht mehr tragbar als Großkanzler? Titel ist Großkanzler. Ist er einfach nicht mehr tragbar? Er ist auch eine absolute Nulpe auf dem Gebiet. Der wird auch bald entmachtet werden. Deshalb können wir hier mal jemanden neuen einsetzen. Gucken, wen es da gibt. Jetzt hängt das Spiel aber insgesamt. So. Alfonso, nein. Graf Munio von Asturias de Santillana. Ein mächtiger Vasall. Graf Diego Guterres. Ebenfalls ein mächtiger Vasall. Gibt es sonst noch mächtige Vasallen? Nein. Sieht nicht so aus. Boah, gegen... Achso, der kann uns nicht sehr gut leiden, weil er halt einen Ratsposten haben will. Wo ist der das? Ah, da oben. Und der andere? Da oben. Okay. Ah. Aus mehreren Gründen entscheide ich mich für Munio. Er ist besser. Und zum anderen, der hier gehört zu dem Herzogtum, was ich vermutlich bald unserem guten Freund Rodrigo geben werde, dann ist der ein Vasall von Rodrigo und überhaupt kein mächtiger Vasall mehr von uns. Deshalb entscheiden wir uns hier für ihn. Verbrecher können eingekerkert werden. Ach so. Ja, das lassen wir aber. So, und jetzt werden wir hochhalten.
Um ein erfolgreicher Herrscher zu sein, muss ich tatsächlich über verschiedene Zwickmühlen und schwierige Situationen entscheiden, zu denen es in meinem Einflussgebiet kommt. Indem ich offiziell all meine Untertanen einlade, in meine Residenz zu kommen und mich um Hilfe zu ersuchen, bleibe ich auf dem Laufenden, kann das Machtgleichgewicht halten und der Welt zeigen, dass ich das sage. Ja, dann sollen sie doch mal kommen. Auf meinem Thron sitzend gebe ich meinen Wachen ein Zeichen, die Türen des Saals zu öffnen. Menschen strömen herein, einige stellen sich vor meinem Thron auf, während andere zur Seite treten, um das Geschehen zu beobachten. Nach einigen Augenblicken kommt sämtliche Bewegung im Saal zum Stillstand und alle Gesichter haben sich erwartungsvoll zugewandt. Vor mir stehen drei Bittsteller in einer geordneten Reihe, die alle darauf warten, dass ich sie aufrufe. Ja, dann wollen wir mal. Mein Ratsspitzel, Großemissär Alfonso, der mich eben noch vollgekotzt hat, nähert sich dem Thron mit einem jungen Mann im Schlepptau. Mein Lehnsherr und König, spricht er und fährt fort, mein Bekannter, Bernardo de Cordoba, wünscht sich, in eurem Rittergefolge zu dienen. Gebt ihm die Gelegenheit, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Er kennt sich mit einem Speer aus und wird euch nicht enttäuschen, wenn es darauf ankommt. Wollen wir nicht mal angucken. Ui. Geschick 14. Gut, ja. Kriegsführung 22. Das ist ein richtig krasser Typ. Bernardo de Cordoba. Ihr dürft mir dienen. Bernardo wird... Wir könnten ihn zu unserem Leibwächter machen. Will ich ja brauchen? Nein. Ein Ritter oder ein Leibwächter? Ich würde sagen, Leibwächter. Ich glaube, unser König hat eine Vorliebe und so ein Gespür für Kampfgeschick. Also das weiß er wirklich zu schätzen. Und deshalb nehmen wir ihn hier als Leibwächter auf. So. Das nächste. Ein verlorener Schatz. Mein Fürst, ich vertrete die Religionsgemeinschaft von Reynosa. Beim Durchstöbern unseres bescheidenen Archivs sind wir auf ein sehr merkwürdiges Buch gestoßen. Der Einband war verstaubt, die Bindung brüchig und die Seiten vom Zahn der Zeit vergilbt. Doch es enthielt die ungewöhnlichsten Zeichnungen und selbst die Schrift war uns allen unbekannt. Wir sind uns sicher, dass es einzigartig auf der Welt ist. Ein lange verschollenes Kompendium des Wissens. Ein wahrer Schatz. Deshalb bieten wir es euch an. Vielleicht ist es die Originalabschrift des Zeugnisses von Gott oder die Erinnerung an die Erschaffung der Welt. Ja, alles möglich, es sind auch tausend andere Sachen möglich. Wen scheren schon Bücher? Ich werde es meiner Sammlung hinzufügen. Boah, mal schauen. Tapazorn nicht ehrgeizig. Ja. Also, eine schlechte Bildung. Ja, aber er ist zwar, also zornig ist er, aber ich finde zornig jetzt nicht so irgendwie als Arschlochverhalten. Wenn ihn was stört, dann geht er halt auf 180. Aber ich glaube, das ist eher uns. Es wird uns ja was geschenkt. Ja. Und deshalb, auch wenn uns das nicht wirklich interessiert, nehmen wir es halt an. So, ja, gut. Ich werde es meiner Sammlung hinzufügen. Geheimnisvolles Buch. Monatliches Prestige plus 5%. Ja. So, Landschenkungen. Aha. Ein Abgesandter aus einer Provinzstadt, Bürgermeister Arias von Braga,
ist gekommen, um sich über die Misshandlungen zu beschweren, denen seine Stadt sich unter dem Schutz ihres Lehnsherrns, Bischof Gutierre, ausgesetzt sieht. Sie besetzen unser Ackerland und enteignen uns mit Gewalt und drohen den Landbesitzer mit spiritueller Verdammnis und materieller Gewalt, um sie dazu zu bringen, ihre Besitztümer zu verkaufen. Ich flehe euch an, mein Fürst, bringt uns Gerechtigkeit. Dieser Bischof Gutierre von Portugale, okay. Er ist ein Bischof von diesem Nuno. Und der Hofarzt von ihm, aha. Gutierre handelt durchaus im Rahmen seiner Rechte. Gutierre steht nicht über dem Gesetz oder belässt, oder es ist uns egal, okay. Herzog Nunios Stern ist ja dem Sinken begriffen. Und ich glaube, es ist da angemessen genug, wenn wir da nicht in seinem Interesse entscheiden. In seinem Sinne. Da machen wir schon mal, haben wir schon mal vielleicht bei seinen Nachfolgern so einen Stein, so einen Fuß in der Tür. Gutierre steht nicht über dem Gesetz. Als der letzte Bittsteller den Raum verlässt, folgen ihm verschiedene Höflinge, die wieder ihren Aufgaben nachgehen müssen. Andere bleiben zurück und unterhalten sich über die letzten Verhandlungen. Bald ist die zeremonielle Förmlichkeit gänzlich verflogen und das übliche Treiben des höfischen Lebens nimmt seinen Platz ein. Meine Aufgabe ist hier erledigt. So. Moment. Lösegeld akzeptiert. Sehr gut. Benachbarter Herrscher gewann Krieg. Achso, hier. Um den müssen wir uns auch noch kümmern. Auf ihn haben wir auch hier. Wie viel würde es jetzt, wir würden ihn gern hier... Oh, er ist verheiratet. Er hat geheiratet. Wen denn? Jemanden aus dem Hause Faro. Elvira Mendez aus der Faro-Dynastie. Ah, kennen wir die irgendwie? Ihr Großvater war Graf Gutierre. Rodrigo von was war der? Ach, von Corona da oben. Okay. Moment, Titelgeschichte, das will ich mir mal kurz angucken hier. Hier. Ererbt. Moment, aber wie ist sie denn mit dem verheiratet? Mit dem verwandt. Das will ich mir jetzt mal kurz angucken. Also, ihr Vater ist Mendo. Ah! Über die Mutter. Okay. Ah, heißt, das ist die Nichte des Grafen Diego Gutierrez von Corona. Alles klar. Okay. Das ist schon mal für die Zukunft sehr gut, weil dann hat er, wir wollen ihn ja hier zum Herzog dieser Länder reinmachen, dann ist er mit einem seiner Vasallen schon mal sehr gut, kommt mit dem sehr gut klar. Sehr schön. Wäre der Charakter weg damit, das interessiert uns nicht. Wie steht es hier in Porto mit dem Krieg? Minus 19% weiterhin. Ja, das wird vermutlich nichts mehr. Also für den dortigen Herzog. Moment. Sie hier werden wir mal anpinnen. Als wichtige Charaktere. Ihn natürlich auch. Hier unseren verhassten Bruder auch mal. Oh, hier sind ein paar geile Sachen, die wir mit ihm machen könnten. Enterben. Denunzieren alle Mitglieder unserer Dynastie.
halten einen Einkerkerungsgrund gegen ihn. Wir auch. Enterben. Dann ist die Oberhauptinteraktion Infant Alfonso aus der Nachfolgelinie entfernen. Alter Falter. Das klingt alles sehr, sehr gut. Das klingt alles wirklich sehr, sehr gut. Wollte anfangen. Wir könnten sein. Wir hätten Rebellion gegen ihn anstacheln. Aber wir, naja, das ist ein Ränkespiel-Ding. Das würden wir nicht machen, weil wir uns damit null auskennen. Das liegt überhaupt nicht in unserem Wesen. Nee, nee. Würde auch nicht klappen. Wir wollen ihn halt unbedingt entmachten. Wir wollen ihn einfach aus unserem Reich raushaben. Er soll kein Faktor mehr in diesem... in Kastilien sein. Das ist unser Plan. Lass jetzt mal weiterlaufen. Fraktion G. Aha, euer Bruder Alfonso hat eine Fraktion, die Sansha auf den leonesischen Thron bringen möchte. Was? Also, unser Bruder hat eine Fraktion geschaffen, die uns durch unsere Mutter ersetzen soll. Das ist ja jetzt auch, die übrigens lesbisch ist. Okay. Nee, das ist ja kurios. Warum denn unsere Mutter und nicht sich selbst? Wirklich, wirklich interessant. Aber, da müssen wir jetzt mal, da will ich jetzt mal diese Staffel beenden. Wir sind wirklich weitergekommen. Wir haben viel gemacht. Passiert. Sehr viel Kurioses, was halt wirklich nur in Crusader Kings 3 passieren kann, ist passiert. Und vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es gefällt euch und wir schauen uns dann beim nächsten Mal an, wie es mit dieser seltsamen Dynamik in der Rimena-Dynastie weitergeht. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!